Ja, hey ihr Lieben, ich habe mir gedacht, ich stelle euch diese Woche nochmal eine ganz kurze Einstimmung zur Verfügung. Und diese Einstimmung ist dafür gedacht, sich energetisch zu orientieren, auszurichten, in Balance zu kommen und vielleicht auch gerade in etwas chaotischen Momenten wieder den Halt zu finden, der uns manchmal abhanden kommt. Ich habe den Eindruck, wir gehen energetisch gerade durch ein riesiges Durcheinander und Chaos. Und es gibt wirklich im Moment einiges, was da im Fluss ist. Und ich wollte euch einfach kurz zeigen, was ich gerne mache, um mich wieder ein bisschen körperlich, energetisch auf den Boden zu bringen. Ich bin heute hier im Garten, weil ich gleich meinen Podcast für nächste Woche aufnehmen werde. Und ja, ich nehme euch jetzt tatsächlich einfach mit in meine Einstimmung, wie ich das machen würde. Klar, wenn ich hier alleine jetzt wäre, dann würde ich das nicht laut aussprechen, aber ich spreche einfach laut aus, was ich normalerweise machen würde. Oh, und bevor wir loslegen, noch eine winzige Erinnerung: alle diejenigen von euch, die am 8. und 9. Mai bei meinem Online-Retreat, bei dem Lichthaus-Online-Retreat mit dabei sein wollen. Ihr könnt euch noch anmelden bis zum 4. Mai und ich lasse euch hier unter dem Video auch den Link. Dann könnt ihr mal reinschauen und gucken. Da werden wir ein ganzes Wochenende lang daran arbeiten, uns unter anderem in dieser herausfordernden Zeitqualität zu orientieren, in unsere Mitte zu kommen, uns auch energetisch auf den neuesten Stand zu bringen. Okay, gut, ich schließe gern meine Augen und manchmal lasse ich sie auch offen und fange erstmal an, einfach rumzuschauen, ein bisschen zu gucken, was ich gerade so sehe. Und das kann man auch mit geschlossenen Augen machen, intuitiv wahrnehmen. Wo bin ich gerade? Was umgibt mich? Was sehen meine Augen? Was höre ich? Ich höre hier gerade eine Biene rumsurren. Ich nehme den Wind wahr, der in den Zweigen rauscht. Und dann können wir schauen, wo habe ich Kontakt mit der Erde oder mit einem Stuhl oder mit dem Boden unter den Füßen. Ich kann jetzt mal wahrnehmen, ich habe dicke, warme, noch meine warmen Winterstiefel an. Ich kann trotzdem unter mir den Boden fühlen. Wahrnehmen, da ist was da, was mich trägt und hält. Und manchmal fühle ich es gerne ohne Bewegung, aber manchmal bewege ich auch meine Zehen, meine Füße und greife so ein bisschen rein in die Erde, drücke ein bisschen dagegen mit dem linken Bein, mit dem rechten Bein, nur einfach um zu testen, ist es wirklich Erde, ist es wirklich stabil. Wenn du sitzt, schau mal, ob du die Rückenlehne findest, die Sitzfläche, einfach um zu schauen, wo hat dein Körper jetzt gerade Halt? Und wie fühlt sich der Halt an? Was für eine Qualität hat dieser Halt? Und es kann sein, dass alle möglichen chaotischen Gefühle, Gedanken, Durcheinander, dass die da sind gerade. Und schau mal, ob das geht, die nicht wegzudrängen, wegzudrücken, dich dafür zu verurteilen, den Gedanken zu folgen, sondern einfach zu bemerken, oh, da ist noch Chaos da, das ist okay. Und wir fühlen den Boden, die Stabilität. Wenn du drinnen bist, vielleicht gibt es stabile, neutrale Dinge bei dir, sowas wie ein Tisch, wie ein Stuhl. Ich fühle die Steine hier unter meinen Füßen, auch die Steine in der Erde, die Felsen, die da sind, so tief, so ruhig. Und richte meine Aufmerksamkeit dorthin. Und dann können wir anfangen, uns bewusst zu machen, dass wir in der Mitte von unseren
Füßen, wo die Fußsohle ist, ungefähr, wenn du da die Mitte suchen würdest. Da haben wir ein energetisches Zentrum. Und das energetische Zentrum ist wie so eine Blume, die nach unten zeigt. Die kann sich öffnen und schließen. Manchmal, wenn wir im Stress sind, spannen sich unsere Füße an und die Energiezentren in den Füßen schließen sich. Und dann haben wir das Gefühl, ich verliere den Boden unter mir. Ich verliere den Halt. Es geht immer weiter hoch, hoch, hoch in die Aktivität und ich komme nicht mehr runter. Und ein erster Schritt ist zum Beispiel, unsere Füße in liebevoller Aufmerksamkeit zu halten und zu sagen, oh, danke, dass ihr euch verschlossen habt. Danke, dass ihr euch bemüht. Danke, dass ihr euren Beitrag leistet. Ihr versucht, euer Bestes zu geben. Danke. Ich bin bei euch, nehme euch wahr. Und wenn wir liebevoll anwesend sind, ohne die Füße verändern zu wollen, ohne sie zu irgendwas zu zwingen, zu drängen, zu überreden, es kommt wie so ein Impuls, wo man merkt, ah, irgendwas öffnet sich da, es wird irgendwie weicher oder vielleicht entspannen sich die Zehen oder die Ferse wird ein bisschen weicher oder das Fußgewölbe gibt ein bisschen nach. Energetisch öffnen sich dann langsam, langsam diese beiden Energiezentren. Und wenn die sich öffnen, können wir spüren, dass unter unseren Füßen eine Verbindung ist. Geradeaus nach unten rein in die Erde, wie so leuchtende Strahlen, die nach unten gehen in die Erde. Und wir können denen mit unserer Wahrnehmung folgen und unseren Ankerpunkt finden. Wir haben in der Erde einen Ankerpunkt, das ist der Punkt, wo wir energetisch verbunden sind mit der Erde, wo überflüssige Energie nach unten abfließen kann und dann ins Recycling-System der Erde geht und wieder verwandelt neu an anderer Stelle zum Vorschein kommt und auch wo Energie aus der Tiefe der Erde kommt, die wir als Körpermenschen brauchen. Wir brauchen jede Zelle in uns, braucht die Information der Erde, die Harmonie, die Ordnung. Und jetzt im Moment ist es so, dass die Erde, unser Planet, sein energetisches System gerade ändert. Es gibt sowas wie das alte Energiesystem der Erde. Und wenn wir da unseren Ankerpunkt suchen, dann finden wir den vielleicht gar nicht mehr. Oder es ist kein Saft, keine Kraft mehr drin. Wenn wir aber erlauben, unseren Ankerpunkt in der neuen Erde wahrzunehmen, im neuen Energiefeld der Erde, da ist ein ganz neuer Ankerpunkt, eine ganz neue Qualität, ganz was Zartes, Frisches, Kindliches, Liebevolles. Und wir können diesen Ankerpunkt, wir können ihn wie in unsere Hände nehmen, energetisch gesprochen, wir können ihn liebevoll halten und erstmal spüren, wow, da ist vielleicht ganz viel Spannung, Disharmonie noch drinne. Die Beziehung zwischen uns und der neuen Erde, die ist noch längst nicht vollständig und da verändert sich gerade so viel, manchmal gibt es einen Stau, manchmal gibt es Spannung, manchmal verhärten sich die Dinge und wir halten diesen Ankerpunkt, atmen weich und warten eine Weile, bis der Ankerpunkt sich entspannt und ich würde sagen, er öffnet sich, er harmonisiert sich, er kommt zur Ruhe und dann können wir nochmal von Neuem den Ankerpunkt in der Tiefe spüren. Mein Kater blubbert gerade hier rum.
Ja. Und wir können wahrnehmen, oh, unter meinen Füßen, da ist dieser Ankerpunkt. Ganz tief unten der neuen Erde und ich darf alle überflüssigen Energien aus meinem System, aus meinem Energiefeld einfach nach unten abfließen lassen. Hey, lass mein Ding hier stehen. Ah, reibt sich immer an meinem Stativ für das Video. Okay. Und das Schöne ist, wenn wir anfangen, unsere Energie abfließen zu lassen, nach unten in die Erde abfließen zu lassen. Das kann die physische Energie sein, das kann die Energie aus deinem Energiefeld sein, kann fremde Energie sein, die gar nichts mit dir zu tun hat. Und wir lassen sie einfach nach unten abfließen in die Erde. Und das Schöne ist, wenn alles abgeflossen ist, können wir wahrnehmen, wie neue Energie aus der Tiefe nachkommt. Also wie eine unterirdische Quelle, dass neue Energie von unten emporsteigt und anfängt von unten hochzusteigen. Durch deine Füße, deine Beine, deinen Bauch, durch den gesamten Körper bis hoch zum Kopf. Und das gesamte Energiefeld kann sich füllen. Jawohl. Genau. Und ich finde das einfach im Moment super hilfreich, mehrfach am Tag, vielleicht nicht immer in dieser Ausführlichkeit, aber kurz, einfach mich mit der neuen Erde zu verbinden und einfach zu schauen, was das für einen Unterschied für mich macht. Ja, weil ich habe das Gefühl, wir leben gerade zwischen zwei Welten und das Alte und Dunkle ist manchmal sehr, sehr stark und sehr vehement. Und das Neue scheint dann manchmal vielleicht noch so ein bisschen zart und zaghaft und zurückhaltend. Und wir haben die Chance, uns einfach wieder, immer wieder zum Neuen zu orientieren. Gell? So wie du. Ja, so wie du. Okay. Gut, ihr Lieben. Dann hoffe ich, dass es euch gut getan hat und gefallen hat. Und wer Lust hat, kann diese Übung einfach immer wieder mal zwischendurch machen. Und ich nehme jetzt meinen Podcast auf und du darfst jetzt wieder runter. Alles Liebe für euch und bis dann.